Und weiter geht's mit Illusion of Time. In Dao, der Wüstenstadt. Das ist die Wüstenstadt, können wir jetzt mal nehmen sehen. Ich glaube, jetzt können wir auch zur Pyramide vordringen. Ich werde aber vorher erstmal abspeichern. So, dann würde ich sagen, auf zur Pyramide. Der unser nächster Dungeon ist. Oder die unser nächster Dungeon ist. Ich finde es gut, dass man vorher im DAO erstmal Information sammeln muss, bevor man die Pyramide betreten kann. Also den nächsten Dungeon. Und wir sehen schon die ersten Gegner. Diese Sphärenteile. Abwärts sich erhöht. Und wir kriegen hier unsere letzte Form. Und zwar. Hört in eine Stimme. Ich habe dein Kommen entgegengesehen. Ich bin Shadow, der Liquidator. Mein Körper ist das Licht eines Kometen. Ich habe keine Gestalt, kann jedoch die des Menschen annehmen, mit dem ich verschmelze. Auch der sich der Erde nähernde Komet ist ein Bewusstsein ohne Gestalt. Mein Körper ist das Einzige, was ich dem Kometen entgegenstellen kann. Um alles zu beenden, stieß dein Auge. Und wir digitieren zum Liquidator. Die wohl coolste Form im gesamten Spiel. Und er hat so ein riesen Schwert oder Faust, was auch immer. Hand. Du bist durch dieses Dungeon. Durch deine Reise nach Ankerwald bist du stärker geworden. Stell dich vor die Stadt auf der rechten Seite und wenn ich einen Shadow in den Schatten kriege, dann gewähre ich dir den letzten Gegenstand. Du hast die Aura erhalten. Die Aura des Shadows Geist setzt sie ein, wird sein Körper flüssig wie Wasser. Nur ein kleiner Teil der Pyramide ist zu sehen. Das Weiß befindet sich unter der Oberfläche. Verwandle ich den Shadow nun, um in die unteren Ebenen zu dringen. Tja, die Pyramide. Auch hier werden wir viel switchen müssen. Mit den Verwandlungen. Ich glaube, die erste Tür. Da bräuchten wir eine andere Verwandlung. Ich weiß gar nicht mehr, wo man jetzt was gebraucht hat. Oder wo man womit durchkam. Ich gehe einfach mal jetzt hier durch. Vielleicht komme ich ja gleich schon mit Shadow ganz locker durch. Ja, die haben Schild. Das sind so ähnlichen Viecher wie, ich glaube, im ersten Dungeon. Ja, das sind die nervigsten, diese komischen Viecher hier. Und das fiese, manche... Ja, die Mummies kommen noch dazu. Die irgendwie noch Geister ausspucken. Die auch nochmal angreifen. Ja, und auch dieser Dungeon hat seine eigene Musik. Ich find's nice, dass die Dungeon-Musik innovativ ist. Abwechslungsreich. Ich glaube, in manchen kann man rein. Hier aber gerade nicht. Okay, noch mehr Mumien. So, die Hieroglyphen. Wir müssen jetzt nämlich Hieroglyphentafeln finden. Und diese dann quasi einsetzen. Gut, zwei Stück kann ich maximal tragen. Kann ich die Sonnenbrille entfernen? Ah, ich kann sie auch gleich einsetzen, die Hieroglyphen. Hier komme ich locker mit Shadow durch. Durch das Gebiet.
hier muss ich nicht meine Form verändern. Bei manchen Räumen muss, bei manchen Arealen muss man das nämlich. Ich glaube sogar, manche muss man zweimal rein mit zwei verschiedenen Formen. Beziehungsweise man kann. Ach ja, das ist das Fiese. Manche sind unsichtbar von den Gegnern. Ja, die Aura bringt mir einen Scheißdreck. Ja, die sind ein bisschen fies, die Viecher. Aber auch schnell besiegt. Und einer ist noch übrig. Na, bevor ich lang gehe, erstmal schauen, wo der andere Gegner ist. Der hier wohl noch fehlt. Irgendwo muss er ja sein. Ach, da hinten. Bevor der nicht besiegt ist, geht's hier erstmal gar nicht weiter. Ach so, da geht's bloß zum Eingang zurück. Ist das? Wenn die Höhle besiegt ist, gilt der Feind als schon besiegt. Und die Geisterviecher. Ich glaube, es wäre trotzdem ratsam, die zu besiegen. Die können nämlich doch schon ein bisschen rumnerven. So, jetzt kann ich mir ganz in Ruhe die Tafel holen. Jetzt kam das hier. Ja, da komme ich nur mit Will durch. Das ist das, was ich meine. Mit Rumswitcherei. Und wechseln kann man nur im Anfangsbereich des Dungeons. Und das ist schon ein bisschen nervig. War jetzt nicht so nervig, aber naja, es nervt schon ein bisschen. Das heißt, ich kann Devil nochmal dahin zurück. Ich glaube nämlich, da gab es... Ah, da oben sind Gegner. War ja klar. Ja, da komme ich nur hin, wenn ich mit Will hier nochmal hingehe. Ach ja, die Aura funktioniert nur, wo ihr so komische... wo ihr noch Steine im Boden seht. Die Treppe zum Beispiel ist kein so ein Zeug. Hier auch nicht. Man muss auf den Boden achten. Wo man jetzt genau hin kann, wo nicht. Ich glaube, erstmal kann ich hier gar nichts machen. Ich bin demnach gezwungen, mich in Will zu verwandeln. Ja, ist ein bisschen nervig, die ganze Verwandlerei in diesem Dungeon. Aber kann man nichts machen. So ist das nun mal. Leider. So, also einmal zurück zum Eingang. Und wieder zu Will werden. Und zwar durch das Sphärenportal hier unten. Wir waren nämlich eins, oder? Müsste nehmen. Ach ja, da ist es ja. So, Will. Offensichtlich brauchen wir dich. Ich glaube, wegen dem Spin Dash oder so. Ja, brauchen den Spin Dash. Um noch weiterzukommen. Och man, ja. Und ich will da nicht rein.
dieser Dungeon nervt so schön. Ja, ist interessant aufgebaut, aber er nervt einfach nur. Wegen dieser Charakterwechselreihe. Das Einzige, was mich hier stört im Dungeon, ansonsten ist er vollkommen okay. Ansonsten ist er vollkommen okay. Nur die Wechselei stört mich. So, wir müssen nämlich Hieroglyphentafeln einsammeln, um durch den Dungeon zu kommen. Also ähnliches Prinzip wie im zweiten Dungeon, also dem Wolkengarten. Hallo! Sonst geht's euch noch gut hier. Hallo! Hätte ich auch noch nicht getroffen irgendwo? Das kann doch nicht wahr sein. Was gibt's denn hier noch? Hier sind vier Gegner. Ja, ich vergesse es jedes. Ich bin manchmal echt so ungeduldig. Das war dumm. Vor allem, warum macht mir das eigentlich Schaden? Es ist so dumm gemacht. Ich muss versuchen, die Steintafel zu bewegen. Ja, den Text kriegen wir sowieso noch zu öfteren zu sehen. Es ist so dumm gemacht, die Passage. Oh, meine Güte. Scheiß Gegner hier. Ja. Schöne Passage, wenn man das bitte schon machen soll, ohne getroffen zu werden, ist mir echt ein Rätsel. Das ist bestimmt da oben, ne? Das Mistvieh. Was soll denn das? Jetzt geht's nicht. Jetzt sag nicht, ich komme da nicht hoch, oder? Was ist das denn für eine Scheiße? Wieso komme ich jetzt nicht hoch? Nervig, die Passage hier. Ja, ich glaube, das ist mein Hass-Dungeon in dem Spiel. Denn den mag ich überhaupt nicht. Der ist einfach nur nervig. Nervig designt. Ich habe jetzt nichts übersehen hier. Ach so, doch, ich muss nochmal. Ganz. Ich muss nochmal hier rüber. Denn dann gab es auch noch was. Und vor allem, wieso kriege ich Schaden, wenn ich die Wand von diesen Stacheln berühre?
das verstehe ich auch nicht. Ich wollte schon sagen, ja, hier gibt es noch einen Schatz da unten. Ach, verstehe, wenn man denn kommt. Bestimmt durch die Tür hier. Genau. Stirbt er sich, ein Mumienviecher. Stärke hat sich erhöht. Und ein rotes Juwel gefunden. Das Inventar ist voll. Ah, da muss ich sagen, die Juwelen brauche ich jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Und ich glaube... Ach komm. Ist mir egal. Her damit. Glaub ich sowieso viel zu viel davon. Von diesen Dingern. Ja, im Prinzip nützen mir die Juwelen jetzt gar nichts mehr, da ich sowieso jetzt alle habe. Ja, und ihr seht ja, wo sie sind. Seht ihr dann, wo sie sind? Okay, dann mal rein mit der Hieroglyphe. Ihr müsst einfach nur an die Tür einfügen, wo ihr sie gefunden habt. Und zwar in die... Achso, von links geht das gerechnet. Ja. In die vierte von links. In die Tafel. Du fügst die Hieroglyphentafel in die Vertiefung ein. So. Haben wir schon mal eine. Jetzt kann ich wieder zum Aquakrieger werden. Mich verwandeln. Und abwärts dann zur nächsten Tür. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal auf der linken Seite. Auf der rechten Seite. Und gehe dann weiter zur linken Seite. Um ein bisschen System reinzubringen. Ich habe echt zu viel Heilkräuter. Ich wollte sie mir eigentlich ein bisschen aufsparen für den finalen Endboss. Ja, aber die Juwelen bringen jetzt eigentlich einen Scheißdreck. Habe ich sowieso nicht mehr die 50 erreichen kann. Von daher würde es mir jetzt bloß Platz wegnehmen. Gut, wenn es jetzt Heilkräuter sind, die werde ich dann einsammeln. Sind es aber Juwelen, bringt mir das jetzt sowieso nichts mehr. Ja, perfekt reingespawnt. Mitten in die Gegner. Was Besseres gibt's ja nicht mehr. Aber was Besseres gibt's ja nicht. Als in die Gegner einzuspawnen. Ja, lass dich von Lasern penetrieren. Ich möchte mich jetzt bitte mal nicht wieder irgendwie zurückverwandeln in so einen anderen Typi. Um weiterzukommen. Ich möchte doch jetzt wenigstens einmal mit ihr Shadow den Aquakrieger oder so. Was auch mal hier ist. Durchfighten. Ja, unsichtbare Gegner natürlich wieder. Ach ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel R drücke, dann burn ich so komisch. Was auch immer das dann bedeuten soll. Und es gibt hier noch Gegner. Na
gut, da komme ich jetzt sowieso nicht mehr ran. Dazu muss ich in eine andere Tür rein. Gut, komme ich gerade nicht hin. Dann kümmere ich mich erstmal um den ganzen Gegner. Ha, dumm. Gelaufen. Ein Unsichtbarer. Oder zwei. Ich glaube, es war einer. Da oben ist noch so ein Typi. Komme ich aber gerade nicht ran. Nur von oben. Nur von oben komme ich da ran. Also gehe ich diesen Weg. Um mir diesen Feind hier zu schnappen. Der sich mal so dreist in der Ecke versteckt. Aber sechs Stück gibt's noch. Wo sind die anderen? Oh, nervt nicht rum hier. Oh, danke. Dass ihr mir Energie gibt. Und es fehlen noch Enemies. Wo sind die? Da oben, glaube ich. Die werden jetzt dran glauben. Die werden jetzt sowas von dran glauben. Bam, bam, bam. Tschüss. Okay, Mami, sind die letzten Gegner, glaube ich, hier. Genau, und meine Stärke hat sich noch einmal zünftig erhöht. Zack. So, jetzt aber zur Steintafel. Die will ich mir noch holen in den Bart. Dann haben wir schon zwei. Hier ist die Steintafel an der Wand, denn da hörte ich, dass es sich meine Glyphe handelt. Ich muss so einen Steintafel zu bewegen. Und nehme sie einfach mal so heraus. Du hast eine der Hieroglyphentafeln gefunden. Nice! Das lautet übrigens zurück zum Eingang. Eintreten natürlich. Und dann geben wir auch gleich mal die Tafel ab. So. Rein mit dir dahin, wo du hingehörst. Und ich würde sagen, tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.